Ja, das habe ich. Das habe ich mir sogar auf meinen Arm tätowieren lassen. Und da steht auf Englisch so viel wie: Heute mache ich das, was andere nicht machen, damit ich morgen das kann, was andere nicht können. Der emotionalste Moment war mein Debüt, weil das Stadion so gut wie ausverkauft war. Es war nicht so eine gute Situation für uns. Und ja, es waren, glaube ich, so ungefähr 40.000 Leute im Stadion. Und ich habe mein Startelfdebüt gegeben. Deswegen war ganz emotional, war ganz schön. Natürlich, Negative gibt es immer. Ein paar Familienmitglieder, das heißt ein paar, ein, zwei sind verstorben, was ganz weh tat, aber sonst positive Ereignisse immer wieder mit meiner Familie, weil die liebe ich über alles und für die würde ich auch alles tun. Dass meine Familie so lang wie möglich gesund bleibt. Mir ist es eigentlich nicht so wichtig, ob ich irgendwann reich werde oder ob ich viel Geld verdiene oder ob ich im weiteren Leben einfach Erfolg habe, sondern ich möchte, dass meiner Familie gut geht und dass alle glücklich sind, so lange wie möglich. Ich liebe es, shoppen zu gehen, auch wenn das die meisten Frauen machen, aber ich interessiere mich für Mode. Und ansonsten hänge ich mit meinen Freunden ab und wir machen ganz viele unterschiedliche Dinge. Das ist mein Handy, glaube ich. Also diese Generation ist ganz schlimm, glaube ich, und dazu gehöre ich zu 100%. Ich bin, wie viele andere auch, ich denke mal, ein bisschen handyabhängig, ein bisschen handysüchtig, aber ich versuche es im Rahmen zu halten. Ja, so viel Zeit zum Reisen haben wir ja eigentlich nicht, weil wir die Saison immer durchspielen. Aber wenn wir die Winterpause oder die Sommerpause haben, dann reisen wir eigentlich oft immer nach Spanien, nach Mallorca mit den Jungs, mit ein paar Mannschaftskollegen. Und das nächste Reiseziel sollte eigentlich Los Angeles sein mit einem Kollegen von uns. Ja, ich wollte vor 2 Jahren anfangen zu studieren, was dann mit dem Fußball parallel nicht geklappt hat. Aber ich habe mir jetzt in nächster Zeit vorgenommen, ein Fernstudium anzufangen im Sport Business Management, sodass ich nach meiner Karriere auf jeden Fall noch im Sport tätig bin. Aber es kann auch andere Richtungen gehen anstatt Fußball. Es kann auch Fitness oder sowas sein. Also ich interessiere mich für viele Sportarten. Ja, so weit wie möglich ist im Fußball zu schaffen, irgendwann in der Champions League zu spielen und ja, sonst, dass meine Familie stolz auf mich ist.